Die spanischen Seenotretter von Open Arms und die italienische Küstenwache haben am Montag mehr als 100 Migranten vor der Südküste der italienischen Insel Lampedusa aus dem Meer gerettet. Ein Mensch konnte nur noch tot aus einem Boot geholt werden. Schiffe der italienischen Küstenwache brachten die geretteten Migranten auf die Insel Lampedusa. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben von Open Arms um Palästinenser, Syrer und Ägypter. Das zentrale Mittelmeer ist eine der gefährlichsten Routen für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 3000 Menschen beim Versuch nach Europa zu kommen ums Leben gekommen oder gelten als vermisst. Italien und andere Länder der Europäischen Union versuchen, die Zahl der Flüchtlinge einzudämmen. Sie haben Libyen und Tunesien Geld oder Ausrüstung angeboten, um die Abfahrt der Menschen an den dortigen Küsten zu verhindern. Die italienische Regierung will in Albanien ein Auffanglager für die auf See aufgegriffenen Migranten einrichten. Oppositionsparteien und Menschenrechtsgruppen kritisieren diese Pläne.